muss doch hier irgendwo raufkommen, oder? Es muss doch noch einen anderen Weg geben. Da kommen wir doch bestimmt irgendwie rüber. Ich könnte mir jetzt nicht erzählen, dass man dann hier rüberkommt. Nein, Sam! Ach, so ein Vollhorst. Aber echt. Steck mich mal hier an die Wand. Das geht also nicht. Der hat sich doch da gerade schon mal festgehalten dran. Ja, hat er. Na, ach, leckt's mich doch. Keine Lust mehr. Ich kämpfe hier doch nicht mit dem Begriff stutzigen Geheimagenten rum jetzt hier. Ich kann doch hier bestimmt irgendwo rauf, oder? Oh! So geht's. Den Sprung hat er ja auch noch drauf. Genau, da war ja was. Zu spät, Fischer. Er hat den Palast bereits erreicht. In ihrer Nähe befindet sich ein Funkturm. Können Sie ihn sehen? Oh, puh! Hey, komm, wo kommen da die alle her immer? Ach, kommt's doch. Wie soll man da bitte durchkommen jetzt? Es ist ja voll unfair. Also das Spiel ist bisher deutlich schwerer als Chaos Theory, muss ich ja mal sagen. Zu spät, Fischer. Er hat den Palast bereits erreicht. In ihrer Nähe befindet sich ein Funkturm. Können Sie ihn sehen? Das bringt mir aber nichts, wenn ich hier drauf bin. Die Jungs... Wer schießt mich denn da immer ab, dann? Die Rebellen da hinten, oder was? Oh! Ich habe keine Zivilisten... Ach! Da war eine Bombe hinten, oder wie? Ach so... Die hätten wir irgendwie verhindern können, oder was? Ja! Ja, what the... Da oben der Typ ist es! Das weiß ich doch nicht. Oh. So, die haut ab, der Laster. Und wir können jetzt genau was hier machen? Ich kann da drüben in das Haus rein. Der Funkturm ist nur ein paar Blöcke entfernt. Ich kann da drüben in das Haus rein. Hoffentlich unbehelligt von den anderen Leutchen da, weil da ist ja nur immer noch ein Panzer. Das Haus habe ich gerade nicht gesehen, dass ich da reinkomme. So. Und jetzt hier durch die zerstörten Straßen weiter. Hier ist ja irgendwie immer alles am Arsch. Oh. Oh. Minen. Kann ich die vielleicht irgendwie sehen? Wenn hier Minen rumliegen, ist das ja nicht so toll. Was habe ich jetzt gemacht? Ich kann die Brille absetzen. Und was bringt das jetzt? Habe ich irgendwas dabei, was mir das erleichtert? Na? Irgendwie ja nicht, oder? Wie kann ich denn jetzt... Wie sehe ich denn die Minen? Ich kann hier nicht einfach drüber laufen. Ich habe ja auch kein Sichtgerät dabei. Hä? Was macht er denn da? Ich check's nicht. Ich habe ja auch kein Sichtgerät dabei. Frau im Bus retten fehlgeschlagen. Ja, das haben wir nicht gemacht. Warum auch immer. Ausrüstung. ST20K, aha. Was sind die ganzen Aufsätze? Kann ich den nicht einfach hier... Ich probier mal was. Ein bisschen funktioniert's. Ob das jetzt sehr weit geht, ist die andere. Aua. Kann ich nicht einfach so... dabei... Und hier durch dann... Gut, das bringt mir jetzt eher weniger was, oder? Das bringt mir nichts, okay. Also muss ich das Stück zumindest hier durch.
Kann ich es mal riskieren? Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Ach, die Minen sieht man. Ach so. Okay. Da sind sie alle. Na dann. Da ist ein Lager. Hier sind keine Minen mehr. Okay, super. Gehen wir hinter das Zelt in Deckung. Gibt es hier was Interessantes? Ja, einen Typen. Kann ich mal hier schnell durchschneiden und schauen, was der uns bringt, der Typ. Der hat doch bestimmt noch irgendwas auf seinem Laptop drauf, das wir brauchen könnten, oder? Hier sind erstmal Typen, die uns sehen. Nein! Da muss ich schneller in Deckung gehen, weil sonst sehen uns die. Das ist nicht vorteilhaft. Aber erstmal muss ich hier mit dem Haftschocker-Aufsatz den Typen ausschalten, dass mich der nicht sieht. Na. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich gegen die Plane geschossen hier, das Ding. Das war nicht geplant. Ach Gott, stelle ich mich hier wieder an, hey. Naja, wie war das mit Stealth-Spielen und Code Red? Das, ja, passt nicht zusammen. Aber der hat doch bestimmt noch was Interessantes auf seinem Laptop drauf. Da müssen wir unbedingt nochmal reinschauen. So, jetzt hier in Deckung. Die haben uns zwar trotzdem gesehen, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, die haben uns gesehen. Jetzt haben wahrscheinlich die ganze Lager auf uns gezogen, oder? Aber wir haben hier eine gute Position. Und hoffentlich genügend Munition für die alle. Wahrscheinlich ist jetzt noch ein Panzer da oder so. Kommt hier noch einer? Oh! Okay, jetzt sind sie alle wie leer. Sind sie alle. Dann mal noch den Laptop benutzen, weil wir sollen ja noch irgendwelche Pläne stehlen, die wir auch noch irgendwo brauchen. Ah, da sind sie. Wusste ich doch, dass der noch was Wichtiges auf seinem Laptop hat. Gut, jetzt braucht er seinen Laptop nicht mehr unbedingt. So, er kann vielleicht als Zombie wiederkommen, aber ich glaube, die können ja keine Laptops benutzen. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. So, der Plan ist heruntergeladen. Können wir jetzt unbehelligt hier weiter? Hier ist ein Helikopter. Und da ist der Funkturm. Ja, ich glaube, wir können jetzt unbehelligt hier weiter. Da ist noch ein Verletzter. Den lassen wir ganz bestimmt leben. Und dann hier rüber. Oh, puh. Das ist ein Elektrozaun. Muss man wissen. Geh mal durch die Tür. Bin da. Wurde auch Zeit. Ich wollte Ihnen schon jemanden hinterher schicken. Schön. Hoch auf den Turm. Bin dabei. Finden Sie die erforderliche Ausrüstung. Erforderliche Ausrüstung? Das heißt... Ich will es gar nicht wissen. Ich bin oben auf dem Turm. Gut. Ihr Gewehr ist mit einem Lasermikro ausgerüstet. Finden Sie hier Charme im Palast, aber erschießen Sie ihn noch nicht. Wir müssen erst in Erfahrung bringen, was er vorhat. Vielleicht gibt es ja mehrere Tote. Okay. Ein Palastzeug hinsuchen. Also hier. Ich kann da nichts anderes hinschießen. Das ist äußerst wichtig. Das Moment ist mal. Er. Bitte legen Sie auf. Ich muss zur amerikanischen Botschaft. Ja. Ich habe genug gehört. Trinken Sie nun. Sam, hier spricht Lambert. Du darfst Hisham nicht erschießen. Mach ich auch nicht. Was? Keine Sorge. Du bist der Einzige, der mich hören kann. Fischer, worauf warten Sie? Du kannst ihn retten, Sam. Damit verrate ich meine Position. Mir egal. Schießen Sie. Gute Arbeit, Sam. Einen Moment lang habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Begib dich zum Präsidentenpalast. Hisham braucht deine Hilfe. Wir treffen uns danach am Pier. Ich habe den Falschen erschossen, tut mir leid. Ja, sorry, ich muss hier raus. Wie komme ich denn hier raus aus dem Ding? Hallo? Oh! Was zum... Das war jetzt natürlich nicht sofort erlaubt. Ach du Scheiße.
Ist das Ding explodiert? Oh, was? Ja, habt ihr sonst noch Wünsche hier oder so? Jetzt haben wir doch ein bisschen Vertrauen bei der JBA wieder verloren, aber das bekommen wir ja ganz leicht wieder. Indem wir uns zum Beispiel einfach mal am Schießstand betätigen oder solche Sachen. Und natürlich kann ich nicht einfach unseren Verbündeten, den Hasham, da einfach erschießen, das geht nicht. Entschuldigung, habe ich mal anders hingesetzt, wenn ich jetzt kurz weg war. Hat man vielleicht gemerkt. Oh, ich lebe noch. Ja, hier irgendwo rum. Oh, what the fuck. Ich höre nichts. Bam. Also ich höre schon was, meine Schritte. Aber vom Heli habe ich nichts gehört. Aber hier kommen wir jetzt runter. In ein brennendes Gebäude. Mit einem Ventilator. Ja, wenigstens der Ventilator dreht sich noch, ja. Wichtig. Oh, ich glaube, der selber hat sein Gehör verloren, oder? Im Krieg. Oh, da ist ein Panzer. Aua. Kann ich jetzt hier irgendwo rein, dass mich die nicht sehen hier? Mit ihrem Panzerchen da? Ich glaube ja fast nicht, oder? Ich denke aber auch nicht, dass die da in näherer Zukunft abziehen werden. Okay, hier kann ich aber auch nichts anderes machen. Gottes Willen. Oh. Das war jetzt nicht vorteilhaft. Die auf mich zu ziehen. Wobei das eigentlich überhaupt nicht auffallen dürfte, wenn da einer erschossen wird. Aber wie soll ich denn hier vorbeikommen jetzt? Ich kann es höchstens mal so probieren. Ob mir das was bringt, ist die andere Frage. Nee, bringt mir nichts. Ich bin tot. Ja, sage ich ja. Vielleicht komme ich in den Bus rein, mal schauen. Komme ich da ungesehen rein? Tatsächlich? Ja, ich stecke ihn natürlich fest. Ich komme hier ungesehen rein? Sind die blind, die Leute? Oder wie schaut's aus? Ja gut, habe ich jetzt trotzdem kein Problem mit. Okay, damit allerdings schon, dass mich der Panzer jetzt sieht. Oh, wie soll man denn da weiterkommen? So oft habe ich nie reloaded in einem Spiel, glaube ich. Ah, hier komme ich wieder raus. Ach so. Oh oh. Schlecht. Das ist der Panzer, oder? Hä? Wer trifft mich denn da ständig? Ich sehe nichts wegen dem scheiß Bug. Oh, hier ist die Verteidigungslinie der Rebellen. Boah, der Bug nervt. Hallo. Jetzt ist es weg. Wie lange halt ist die Frage, ne? Hier habe ich Rauchgranaten, oder? Ja, dann werde ich die wahrscheinlich auch benutzen müssen. Die sehen mich gleich. Oder? Die haben mich gesehen. Und die Soundkulisse ist ja äußerst seltsam gerade. Also das liegt nicht am Spiel, glaube ich. Das liegt an mir. Das liegt nicht an mir, das liegt am Spiel, soweit ich weiß.